Hallo, ich bin der Chef von Monster Tires und zeige Ihnen heute eine Qualitätskontrolle der Reifenmischung 2 bis 5 mm, Serie 55 bis 80. Wir nehmen hier 100 Reifen heraus, eine Zufallsreifenmischung, die genau so sein wird wie eine normale Mischung und so, wie wir sie Ihnen auch ausliefern. Hier sehen Sie jetzt die 100 Reifen, die wir aus dieser Reifenmischung herausgenommen haben, die ich jetzt für Sie überprüfe. Hier sehen Sie, welche Qualitätsprobleme toleriert werden und welche nicht und welche Reifen außerhalb der Toleranz liegen. Alle Reifen werden jetzt markiert an den Stellen, die nicht 100% in Ordnung sind, und diese Stellen zeigen wir Ihnen gleich in einem Zusammenschnitt der Reifenbilder. Wir überprüfen jeden einzelnen Reifen. Ein geschultes Auge sieht mehr als jede Maschine. Alle Reifen werden komplett gedreht und die Seitenwände überprüft. Dabei schaut man auch in den Reifen hinein. Ganz wichtig: viele Probleme fühlt man, wenn man den Reifen streichelt. Nach der Überprüfung haben wir folgendes Ergebnis: 68 Reifen sind in sehr gutem Zustand. Zwei Reifen haben kleine Wulstverletzungen. Acht Reifen haben kleine bis mittlere Porosität. Vier Reifen haben starke Porosität. 19 Reifen haben kleine Probleme auf der Lauffläche. Und zwei Reifen haben große Probleme auf der Lauffläche. Ich fasse nochmal für Sie zusammen. Wir haben 100 Reifen sortiert und festgestellt, dass ca. 70% davon in sehr gutem Zustand sind. Von dem Rest haben 26 Reifen Merkmale, die zu dieser Qualität gehören. Nur 6 Reifen haben solche Probleme, dass sie in die zweite Wahlgruppe gehören. Das ist innerhalb der Toleranz, siehe unsere Qualitätsgarantie. Wir bemühen uns sehr, den Anteil dieser Reifen noch weiter zu reduzieren. Sehen Sie jetzt die Reifenbilder. Wir zeigen immer die rechte und linke Seite, die Lauffläche und eventuelle Problemstellen. In der Kurzversion zeigen wir nur wenige Bilder. Alle Bilder sehen Sie in der Langversion des Videos.